die Ausbildungsqualität insgesamt nach dem Aus oder nach den Ergebnissen des Ausbildungsreportes in diesem und auch im letzten Jahr im Prinzip relativ konstant geblieben ist. Es gibt keine großen Ausreißer nach oben und nach unten. Was allerdings verwundert, ist, dass sich aus meiner Sicht die Ausbildungsqualität und auch die Ausbildungsbedingungen angesichts der Debatte um Fachkräfte und mangelnde geeignete Bewerber eigentlich verbessert haben müsste. Weil es stellt sich natürlich schon die Frage, warum eine ganze Branche, ich komme jetzt wieder auf die Hotel- und Gaststätten zurück, über mangelnde Bewerberzahlen jammert, gleichzeitig aber nichts an der Attraktivität, an dem Image, an der Qualität ihrer Ausbildung verändert. Das finde ich schon sehr bemerkenswert und von daher hat sich zwar im Ergebnis nicht sehr viel verändert, allerdings hat sich die Situation in der Ausbildungslandschaft in Deutschland aus meiner Sicht erheblich verändert und wird sich auch in den nächsten Jahren noch erheblich verändern. Von daher wird sehr spannend sein zu beobachten, wie gerade die Berufe oder die Branchen mit ihrem Selbstverständnis von Ausbildung umgehen, die jetzt noch am Ende, am unteren Ende der Skala rangieren.